Ja, herzlich willkommen bei Mika Caravan in Dinkelsbühl. Heute mal aus meinem Büro raus, einfach mal ein bisschen andere Kulisse. Das ist mein professorisches Büro momentan hier oben, um ein bisschen Platz zu kreieren, habe ich euch aber ja in dem einen Video schon erklärt. Heute möchte ich euch mal ein Fahrzeug vorstellen, ein Morello Loft, wo wir Batterie gewechselt haben. Der kriegt Gel-Batterie raus, Lithium-Batterie rein. Und ich habe ja immer wieder diese Kommentare gekriegt, Batteriewechsel 1:1 ohne Probleme, machbar, geht, ist überhaupt kein Thema. Also ich verstehe immer 1:1, einfach rausnehmen und reinschieben, fertig, genauso anschließen, alles fix und fertig. Und ich möchte euch einmal zeigen, was denn wirklich an so einem Batteriewechsel alles dranhängt, was man alles beachten muss, was man alles tun muss, um dass sie dann wirklich letztlich wieder genau passt. Weil wenn ich eine Gel-Batterie drin habe, sind die Pole ein bisschen anders, die Anbindungen sind ein bisschen anders und so weiter. Aber lasst euch überraschen, ich habe euch einfach einmal mitgenommen. Der hat jetzt 2x200 Amperestunden Lithium bekommen und dazu eine Solaranlage, eine kleine. Und das wollte ich euch einfach mal zeigen, wie das letztlich vonstatten geht bei uns und was denn auch die Gewichtsersparnis ist, weil Gel-Batterien in einem Morello, hoi, hoi, hoi. Ich habe gedacht, ich war verrückt, weil ich musste ja auch rausheben. Also echt heftig, was da an Gewicht dran hängt. Also das ist der Wahnsinn. Und ja, da bin ich schon echt ziemlich erschrocken. Habe auch ganz schön gebuckelt. Ja, was ist bei uns hier alles los? Also hier auf dem Hof steht schon mal ein Grand California, ein Grafter, der bekommt eine Glesana. Die bauen wir heute ein. Hier natürlich wird er alles ein bisschen tricky, weil er hat natürlich hier die Aufbaubatterie wieder vorne. Also hier müssen wir natürlich wieder hier mit unserem Kabel ran und ihr seht, hier haben schon etliche rumgepfuscht. Da sind schon ein paar Sachen mit hinkommen und da gehen wir jetzt natürlich auch noch ran. Also Grand California. Dann haben wir hier am Hof einen Morello Loft, auch ein sehr schickes Auto. Den widmen wir uns gleich ein bisschen näher. Der kriegt Lithium-Akku, Solaranlage, Solartaschenvorbereitung. Da sind wir hier dran, an dem Fach, hinten an den Lithium-Akkus. Wunderschönes Auto, Morello, ja, muss man nicht viel sagen. Ist natürlich ein tolles, schickes Fahrzeug. Da kommen wir natürlich wieder an unsere Grenzen, aber das funktioniert. Gott sei Dank ist das Wetter schön und mal gucken, vielleicht klappt es ja, dass wir im Herbst eine zweite Halle dazu kriegen, wo wir auch solche Fahrzeuge ohne Probleme unterbringen können. Wenn wir den ablassen, den kann man hinten natürlich nur ablassen, dann kriegen wir den auch rein, haben schon andere Fahrzeuge auch reingerichtet, aber muss ja nicht sein. Bei dem Wetter können wir das auch außen machen. Tolles Auto. Und hier geht es dann weiter mit einem Tournee. Mit dem Tournee, der kriegt eine Netzumschaltung. Hier bauen wir die EcoFlow ein. Dementsprechend wird hier alles verkabelt, wird EcoFlow integriert. Dann haben wir natürlich auch noch in der Halle jede Menge zu tun. Gehen wir hier einfach mal rum und schauen mal, was wir hier alles haben. Hier haben wir noch den Euromobil stehen, den habe ich euch im letzten Video schon gezeigt. Dann den haben wir angefangen, der wird natürlich auch noch fertig. Der kriegt auch noch einiges, da sind wir gerade dabei. Der kriegt Lithium-Akkus, die haben wir schon. Schauen wir mal kurz rein. Jawohl, die sind schon da. Lithium-Akku, Wechselrichter und ja, nochmal eine Kleinigkeit. Also hier ist auch richtig Action angesagt. Also ihr seht, immer voll, immer was zu tun. Und jetzt widmen wir uns einfach einmal der Thematik Morello und Wechseln von den Akkus. Da gehen wir jetzt einfach mal hier hinten ans Fach und dazu möchte ich einiges erklären. So, hier sehen wir jetzt das Fach von Morello
Und die zwei Gel-Batterien, oben drüber den Wechselrichter von der Firma Büttner mit 3000 Watt. Und hier wollen wir jetzt Lithium-Akkus einbauen. Da haben wir ja immer die Thematik Austausch 1:1. Was müssen wir jetzt hier aber alles beachten und ist es 1:1 oder doch nicht? Die Dinger sind mächtig schwer, die müssen wir jetzt erst einmal irgendwie vorsichtig da rausbringen. Das ist schon mal die erste Hürde und dazu behelfen wir uns natürlich, indem wir uns ein bisschen Unterlagen bauen. Damit wir jetzt die Kante nicht kaputt machen und dementsprechend hier den Holzrahmen beschädigen, müssen wir hier natürlich aufpassen. Darum stellen wir die Batterie erst einmal auf so einen Schaumstoff, um sie dann vorsichtig über die Kante nach außen zu ziehen, weil die hat ein richtig heftiges Gewicht. Also ich habe es gewogen, ihr werdet es gleich sehen und da kommt mal richtig, richtig Gewicht zusammen. Und das ist nämlich gar nicht so ohne, die da rauszubringen. So Leute. Jetzt messen wir das Ganze mal und stellen die Batterie da drauf und ihr seht 65,7 Kilogramm eine Batterie. Da sind wir mal bei schlappe über 130 Kilo bei den beiden Batterien. Also das ist schon ein mächtiges Sümmchen, was da zusammenkommt. Und im Gegenzug wiegen wir jetzt mal die Lithium-Batterien in der gleichen Stärke, was da reinkommt. So, hier haben wir jetzt die Lithium-Batterie draufstehen, auch 200 Amperestunden, damit das Verhältnis natürlich auch passt. Und jetzt gucken wir drauf, 22,6 Kilo. Also da könnt ihr euch jetzt die Ersparnis mal kurz ausrechnen. Ja, und hier jetzt zu dem Thema 1:1 Austausch. Das ist nämlich so einfach nicht machbar. Und ihr seht schon, wir müssen hier neue Kabelbrücken machen. Warum muss ich neue Brücken machen? Weil wir hier die Batterieschraube eben einfach nicht mehr passt. Wir haben eine ganz andere Aufnahme bei Lithium-Batterie. Und ihr seht, hier die Öse ist viel zu groß. Der Kabelschuh ist viel zu groß. Wir haben hier ein M8, der Kabelschuh ist M10, das funktioniert nicht. Wir müssen definitiv kleiner werden, weil VDE-Vorschrift, die darf kein Spiel haben. Das sind Übergangswiderstände, die da zum Vorschein kommen können. Und darum müssen wir, genau so, einen neuen Kabelschuh nehmen, der exakt über den Durchmesser der Schraube passt. Das sind so Vorschriften, die muss man einfach tun und schon habe ich nicht einfach mehr einen 1:1 Austausch und da geht dann nämlich auch ganz schön Zeit drauf, alle Kabel neu krimpen, neu abisolieren und so weiter. Auch die Originalkabel, das sehen wir gleich im Fahrzeug, müssen verändert werden, weil das hier passt definitiv nicht so. So darf das nicht ausschauen, da wäre ich angreifbar, vor jedem Gutachter hätte er was zu motzen. Mit Recht. Ja, und das Gleiche betrifft natürlich auch die Kabelei im Wohnmobil, sprich die Hauptzuleitung. Hier haben wir die Kabelbrücken schon drin. Jetzt müssen wir natürlich noch die Zuleitungen entsprechend befestigen. Und da müssen wir hier auch einen neuen Kabelschuh drauf machen, denn der alte war auch viel zu groß und würde natürlich nicht passen. Da haben wir wieder genau das gleiche Problem der Übergangswiderstände. Und somit muss das alles korrekt angeschlossen werden und neu verkrimmt werden. Also das ist schon ein bisschen Zeit, wo da drauf geht. Ja, hier haben wir von der Firma Büttner jetzt den Konverter, sprich den Wechselrichter. Und hier muss natürlich jetzt der Lithium-Batterie oder den Lithium-Akku oben richtig eingestellt werden, weil der hat auch ein Ladegerät integriert, das ist eine Kombi. Und das wollen wir jetzt mal miteinander machen. Dazu nehmen wir jetzt einfach hier unten die Klappe weg und sehen die ganzen Tippschalter da hinten drin. Und die müssen wir jetzt in die richtige Reihenfolge bringen, weil Lithium natürlich eine komplett andere Ladekennlinie fährt und somit muss eine neue Ladeschlussspannung eingestellt werden. Und das macht man, indem man die Tippschalter via Anleitung auf den richtigen Lithium-Typ dann entsprechend einstellt und somit gewährleistet, dass die Ladekennlinie für die Akkus da unten von WCS wieder passen. Das ist ganz wichtig, weil sonst gibt es nur Probleme und es funktioniert nicht. Dazu wird auch jeder Solarregler richtig eingestellt, ist natürlich zwingend, weil auch hier muss die Lithium-Kennlinie eingestellt werden, wie auch bei dem Ladebooster, sehen wir hier, auch hier via Tippschalter muss alles neu eingestellt werden. Ja, und hier machen wir jetzt unsere Solaranlage drauf. Dazu richte ich die Platte aus, wie wir es hier sehen, wie sie denn letztlich liegen soll. Ich persönlich kennzeichne mir das auf dem Dach dann mit
Kreppband, markiere mir die Klebeflächen und das mache ich dann links und rechts. Hier haben wir jetzt uns entschieden, noch zwei Platten vorne dazu zu machen bei dem Morello. Und ja, dann können wir natürlich ein bisschen Power noch mehr runterholen. So, wenn wir das gemacht haben, machen wir die Platten wieder runter. Die Flächen sind markiert. Jetzt ist ganz wichtig, anschleifen, dann reinigen mit einem Cleaner dementsprechend und dann die ganze Geschichte sauber durchprimern. Natürlich auf dem Dach, genauso wie aber auch auf dem Spoiler, auf der Solarplatte. Das ist ganz wichtig, damit später die Haltbarkeit einfach auf dem Dach gewährleistet ist. So schaut es dann aus, wenn wir das auf den liegenden Platten machen. Da sind die Spoiler montiert, die sind auch angeschliffen, die sind auch gecleanert und geprimert. Da fehlt jetzt einfach nur noch der Kleber, den wir dann jetzt einfach mittels Kartusche aufbringen und dann schaut das Ganze so aus. Wenn wir dann das Ganze haben, machen wir vorsichtig ein bisschen Wasser drauf, nehmen die Platte und krabbeln aufs Dach und setzen die dann vorsichtig auf. Das ist dann relativ einfach und tun das Ganze dann noch sauber verstreichen und schon sind die Platten verklebt. In dem Fall machen wir die Kabelleitern später. Jetzt lassen wir das erst einmal alles antrocknen, damit wir die Platten sauber nicht mehr verrutschen. Ich ziehe dann das Kreppband auch gleich ab und dann schaut es alles sauber und ordentlich aus. Ja, und jetzt haben wir die ganzen Kabelkanäle gelegt, haben das Ganze angeschlossen, Dachdurchführung erledigt, alles fix und fertig gemacht. Und das ist natürlich dann ein schönes, sauberes Bild. Gehen da nach unten hinterm Kühlschrank zum Solarregler. Den haben wir hier montiert im Technikfach. Auch hier müssen wir natürlich noch dementsprechende Einstellungen machen für die Lithium-Akkus. Und hier haben wir nur eine kleine Durchbohrung gemacht, weil wir noch einen Solarplattenanschluss gemacht haben. Das ist das Kabel, was hier hinterm Fach gleich liegt. Dann wird es nämlich hier reingesteckt und das Kabel vom Solarmodul, vom WCS-Modul durchgeführt und hier an dem Stecker angesteckt. Und schon haben wir eine tolle Ladung und alles ist fix und fertig. Jo, dann ist das Fahrzeug auch von unserer Seite abgeschlossen. Hier ist mein Kollege, der prüft jetzt das ganze Fahrzeug. Alles, was wir verbaut haben, wird sorgfältig nochmal durchgeprüft. Einstellungen, Solarregler, Kabelführungen, Befestigungen und so weiter und so fort. Und dann geht das Ganze zur Übergabe. Das Prüfen dauert natürlich auch noch ein bisschen, weil wir auch die Funktionen durchprüfen, die Erträge prüfen, bevor wir das Ganze freigeben. Ganz, ganz wichtig. So, das Video zeigt, so einfach ist es gar nicht mit dem Umstellen von AGM, von Gel auf Lithium. Man muss schon ein wenig dran arbeiten. Zum einen die Kabelgrimperei, weil die Anschlüsse von Lithium-Akkus einfach teilweise komplett anders sind. Ja, es gibt wenige, die haben die Originalpole, das stimmt. Da könnte man jetzt sagen, man geht einfach mit den ganz normalen Batteriepolen von der AGM da drauf, wenn denn die Verpolung stimmt, weil meist sind die dann verdreht. Also das kann auch sein, weil wo Plus ist, Minus ist Plus. Das ist bei Lithium oft andersrum. Es gibt natürlich welche, da passt, aber da ist auch nicht einfach 1:1 zu tauschen, weil da muss man dann auch gucken, dass die ganzen Gerätschaften dementsprechend passen. Und aus der Erfahrung raus gibt es Solarregler, die zum Beispiel Riesenprobleme machen. CBE-Regler zum Beispiel, die kann man zwar auf Lithium einstellen, sind aber leider für modernen Lithium-Akkus nicht geeignet, weil die erzeugen in den Fahrzeugen Überspannungsprobleme. Auch das haben wir alles schon erlebt. Da muss schon wirklich genau überlegt sein, was macht man, wenn man auf Lithium umstellt und daran denken, dass man verschiedene Gerätschaften einfach eventuell mit tauschen muss oder ergänzen muss, wie zum Beispiel die Ladeeinrichtung. Weil auch der Lithium-Akku muss geladen werden. Ein EBL-Block zum Beispiel ist ein Block, der, oh Gott, ich weiß gar nicht aus welchem Jahrhundert der stammt, wo einfach ein einfaches Standard-Ladegerät verbaut ist, wo keine Lithium-Kennlinie kann. Jetzt sagen viele, ja gut, dann arbeiten wir halt mit der Gel-Kennlinie. Ja, kann man ja machen. Bloß man vergisst dabei, dass ein Lithium-Akku den Strom richtig aufsaugt und somit das Ladegerät auch
kaputt gehen kann, weil es einfach diese Leistung nicht bringt. Kommt dann natürlich auch wieder auf die Größe des Akkus an und so weiter. Also ich persönlich sage, 1:1 Tausch definitiv nein. Das Video hat es euch gezeigt, was zum Beispiel in dem Fall alles zu machen ist, obwohl die Batterien ins Fach natürlich ohne Probleme reingepasst haben. Umkrimpen, einstellen und, jede Menge zu tun. Jedenfalls daran sieht man, was bei uns alles los ist, wie wir arbeiten, ein kleiner Eindruck davon und wie das funktioniert mit dem Akkutausch. Ich sitze jetzt hier in einer meiner Neufahrzeuge, den Tonet. Tonet ist ein ganz geiles Auto. Auch darüber habe ich schon lange kein Video mehr gemacht, aber ich werde demnächst mal ein Video machen in Verbindung mit Tonet-Ausstattung, mit Tonet-Qualität. Da haben wir ein bisschen was vor, aber in erster Linie oder im ersten Step kommt das versprochene Update Klesana-Video. Das möchte ich auch unbedingt zeigen, weil das ist ganz wichtig. Da gibt es ein neues Update und da möchte ich euch ein bisschen mitnehmen. Es gibt auch einige Dinge, die nur in Aussicht gestellt sind und was wir da alles dementsprechend noch erwarten können. Da tut sich jedenfalls auch ganz schön viel und da freue ich mich auch richtig drauf, weil Klesana ist schon eine echt tolle Toilette. Und überhaupt möchte ich das Toilettenthema noch einmal aufrollen, weil für mich sind ein paar Sachen noch im Raum stehend, wo ich immer damit konfrontiert wird und darüber möchte ich einfach noch mal mit euch sprechen. Also, ich sage schon mal ganz lieben Dank. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen sowie über ein Abo. Wenn ihr ganz verrückt seid, drückt die Klingel, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir, die jetzt wieder regelmäßig folgen werden. Und ich freue mich drauf, euch Dinge immer wieder zeigen zu können und wünsche euch hiermit einen wunderschönen Tag, gute Zeit, passt auf euch auf und wir sehen uns bald im nächsten Video. Gute Zeit, euer Micha. Ciao, ciao.